Maike Krüger am Start beim Lorik Electric Cup, einem ganz besonderen Autorennen. Mit einem 20 PS starken Oldtimer-Elektroauto geht sie in den Bergen Mallorcas an ihr persönliches Limit. Also ich habe irgendwie so einen inneren Knopf ausgestellt und habe einfach kurz vor dem Rennen mich dazu entschlossen, keine Angst zu haben, es komplett abzulegen und einfach richtig das Pedal durchzudrücken. Ihr Beifahrer Charlie Bosch hat die Lorics konstruiert und gibt ihr die nötigen Tipps. Jetzt steht hier 120 km/h, aber so schnell werden wir nicht, oder? Ja, können wir. Können wir. Wenn wir mutig genug sind, können wir auch 120 km flitzen. Merke ich überhaupt, dass der Wagen an ist? Nee, der ist schon an. Der ist schon an? Also ja. Ich könnte jetzt losfahren? Genau. Sechs Lorics hat Charlie Bosch bis jetzt gebaut. Jedes Auto ein Unikat. Die Karosserie hat Charlie Bosch ziemlich originalgetreu dem Vorbild der alten Lorics nachempfunden. Die Autos wurden in den 1920er Jahren von der gleichnamigen Manufaktur auf Mallorca gebaut. Seine sechs Lorics treten jetzt zu einem Rennen an, das prominent besetzt ist. Maike Krügers härteste Gegnerin ist Jutta Kleinschmidt, eine der schnellsten Rennfahrerinnen der Welt, die 2001 als bisher einzige Frau auch die legendäre Rallye Paris-Dakar gewann. Wow. Wir sind echt die einzigen Frauen, die hier mitfahren. Und jetzt ist halt die Frage, wirst du mir jetzt hier echt Konkurrenz machen? Meinst du, du... Ja. Nein. Doch. Muss ich aber echt warm anziehen, das sage ich dir. Okay, und ich bin vielleicht einfach nur das Naturtalent? Wollen wir mal sehen. Also jedenfalls, hergeschenkt wird nichts. Und jetzt geben wir mal so richtig Gas. 3, 2, 1, go! Start zur ersten Etappe. Zeitfahren auf einer Bergstrecke. Obwohl Maike Krüger eine Minute vor Jutta Kleinschmidt losfahren darf, kommt ihr die Rennfahrerin kurz vor dem Ziel schon bedenklich nahe. Ja, und die müssen wir jetzt einholen. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen Gas geben, dass ich die vor der Ziellinie noch mal überhole, damit die weiß, wo der Hammer hängt. Souverän gewinnt Jutta Kleinschmidt die erste Prüfung des Lorik-Rennens. Doch das Rennfieber der Frauen wird jäh gestoppt. Die Batterien sind leer. Jetzt heißt es erst mal eine Stunde lang Akkus aufladen. Ein Rennen mit Elektroautos hat also auch recht entspannte Seiten. Die Fahrerinnen nutzen die Zwangspause, um sich in der Altstadt von Val de Mossa umzuschauen und sich besser kennenzulernen. Doch auf der Straße ist der Kampfgeist sofort wieder zurück. Bei der zweiten Etappe soll das Ziel mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von exakt 50 Stundenkilometern erreicht werden. Dabei sinkt das Adrenalin etwas und Maike Krüger erlebt plötzlich die besondere Freude am Fahren mit einem Lorik. Es ist wirklich ganz, ganz anders. Man hat dieses Geräusch nicht, man bekommt unheimlich viel mit von der Natur. Man bekommt die Gerüche mit von der Natur, man riecht Kräuter, man hört die Vögel zwitschern. Diese Gleichmäßigkeitsprüfung geht unentschieden für die Konkurrentinnen aus. Start zur letzten Etappe. Diesmal kommt es darauf an, wer mit einer Akkuladung als erster das 200 Kilometer entfernte Ziel erreicht. Bewusster Umgang mit den Energieressourcen ist jetzt gefragt. Für mich ist das total schön, so zu fahren. Alles andere ist doch Stress. Also, ich bin ja kein Adrenalin-Junkie. So, jetzt geht es ja vor allen Dingen so ein bisschen durchschnittlich zu fahren. Ich bin eine Durchschnittsfahrerin. Da finde ich, habe ich jetzt eigentlich ganz gute Karten gegen die Jutta. Denn die drückt doch bestimmt immer aufs Pedal. Kurz vorm Ziel kommt bei Kleinschmidt tatsächlich noch mal der Renninstinkt durch. Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt keinen Bock mehr auf dieses nur langsam oder, ja, ich sag jetzt mal vernünftige Fahren. Ich werde jetzt noch mal so richtig Gas geben. Juhu! Jetzt glaube ich, habe ich es übertrieben. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Am Ende der zweitägigen Veranstaltung hat jede der Frauen einen Sieg und ein Remis auf dem Konto. Maike Krüger und Jutta Kleinschmidt feiern gemeinsam einen Sieg. Eigentlich ist die Jutta um Längen besser, aber dass ich jetzt so abgeschnitten habe, super. Ich fand's toll. Es war ein Wahnsinnserlebnis. Und dass wir die Gelegenheit hatten, hier mit den tollen Autos so auch mal ein bisschen sportlich fahren zu dürfen, war super.
Auf dem Weg zurück ins Hotel kann Maike Krüger neben ihrem Sieg noch mal ganz entspannt die Landschaft von Mallorca genießen. Ich bin schon stolz auf mich. Mit dem Lurik und mir, das ist offensichtlich eine ganz gute Verbindung. Ich werde bestimmt noch mal wiederkommen. Und dann aber vielleicht nicht mehr so ganz schnell fahren. Gut gemacht, Maike. Komm jetzt aber bitte wieder ganz schnell zurück in die Euromax-Redaktion.